Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Wir laufen wieder in Wiesbaden-Rambach den Waldsportpfad entlang. Wir laufen schon seit ein paar Minuten, deswegen sind wir etwas außer Atem. Und wie es heute weitergeht, und wir müssen eine Runde. Und was wir für einen Plan haben, erzählen wir nach dem Intro. Wir wollen heute 3 Runden in Wiesbaden laufen. Eine Runde bedeutet knapp 5 Kilometer. Ja. Mal gucken, ob die 3 Runden wirklich drin sind heute. Also seit Montag glaube ich das gerade nicht. Ja. Ich habe Rosario-Beine gerade. Tanja war aber Montag im Rosario und deswegen. Die tun immer noch weh. Heute ist Donnerstag. Ja. Rosario ist halt ein harter Hut. Ja. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Ja. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Auf in den Kampf. Mittendrin an unserem Arschlochberg. Das erste Mal. Bei mir läuft es einigermaßen. Bei mir nicht so. Tanja schnauft. Aber sie hält durch. Ja. Ist ja eine Kämpferin. Jawohl. Wie wir schon ein paar Mal gesehen haben. Weiter geht's. Immer weiter. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Ja, runter läuft's, ja. Es läuft. Weil wenn man bergauf läuft, muss man ja auch wieder runter. Das stimmt. Das ist so physikalische Gesetzgebung. Physikalisch, ja. Physi. Ah. Ja, deswegen läuft's jetzt. Tanja hat jetzt wieder tolle Beine. Also. Tolle Beine habe ich immer, aber die tun manchmal trotzdem weh. Also egal. Ja, aua, ich bin auf den Stein gestellt. Oh, so ein fetter Stein unter meiner Sohle. Fuck. Na ja, gut. Ja, man ist nicht angesagt. Wenn hier einer jammern darf, dann die Tanja. Ja. Weil die hat eine Nachtschicht hinter sich. Genau, das auch noch. 2 Nächte schon. 2 Nächte schon. Mhm. Was für einem Bereich arbeitet sie wohl? Egal. Egal. Wir haben jetzt unsere 2. Runde begonnen. Ja. Wir haben jetzt 5 Kilometer hinter uns. Ich fühle mich immer noch nicht gut. Immer noch nicht gut? Nein. Naja, Weiber, macht ja nichts. Ist halt so manchmal. Aber bei mir läuft es ganz gut. Und deswegen bleiben wir dran. Wenn es bei mir läuft, dann muss ich mit. Dann musst du mitziehen. Wenn es bei mir scheiße ist, musst du Mitleid haben. Alles klar. So sind hier die Regeln. Geht da. Wir biegen jetzt ein zu unserem Arschlochberg. Da oben ist er. Ja, liegt er, wie er immer liegt. Faule Sau liegt da rum. Und wir müssen laufen. Ja. Machen wir nochmal hoch. Kämpfen wir uns richtig schön hoch. Gemächlich und dann sehen wir weiter. Okay. Die Hälfte unseres Arschlochberges haben wir nun. Ist nicht ein bisschen mehr? Bisschen mehr vielleicht, okay. 30. September. Tough Mutter. Ja. Da geht's los. Jetzt muss was kommen. Ja. Ich leide. Das macht nichts. Das ist später einfacher. Arschlochberg. Zum 2. Mal gespatzt, das Ding. Ja. War zwar hart, aber... So hart war der noch nie. Ja. Noch einmal müssen wir. Ist ja gut. Noch einmal. Aber erstmal wieder die Runde machen und wieder dahin kommen. Von hier sind es ungefähr 4 Kilometer bis dahin. Okay. Wir melden uns. So, die Wade von der Tanja hat dicht gemacht. Ja. Nach 10 Kilometern aber knapp. Immerhin. Knapp über eine Stunde. 2-mal Arschlochberg immerhin. Ja, ich laufe jetzt weiter und sag gleich Tschüss zur Tanja und dann kann man mich noch ein bisschen beobachten beim Arschlochberg. Tschüss. Tanja ist nicht mehr da. Ich laufe alleine. Und alleine laufen ist nicht schön. Jetzt biege ich wieder ein auf unseren Arschlochberg und versuche ihn das 3. Mal hochzulaufen. Alleine wird es wahrscheinlich eine harte Nummer. Auch zum 3. Mal. Das kommt noch hinzu. Aber ich versuche mich nicht geschlagen zu geben von diesem Stück Land. Oh, ich musste mir eben die Schuhe zubinden. Mitten am Berg. Und das Anlaufen ist ja wohl mal so hart. Wenn man einmal angehalten hat, geht ja wohl was sowas von in die Beine. Schlimmer als durchlaufen. Fuck, Schnürsenkel. Oh, aber ich kämpfe. Ich kämpfe auch ohne Tanja.
Tanja, du fehlst gerade. Ich brauche Motivation und schrei hier alleine im Wald rum. Ich habe ihn gleich geschafft, auf 15 Meter. Dann habe ich den Scheißberg hinter mir. Das dritte Mal. Wie geil. Viertes Mal wird es heute nicht geben. Definitiv nein. So, jetzt habe ich es. Jetzt sind es noch ungefähr 2 Kilometer. Dann bin ich beim Auto. Jetzt habe ich so circa 13 hinter mich gebracht. Noch 2, dann bin ich beim Auto. Dann ist alles geil. Ich muss ja irgendwie zurück. Habe ja keine andere Wahl. Ha, selbst verarscht. Jetzt komme ich an meinen Parkplatz an. 3 Runden gemacht. Ich bin ziemlich kaputt gerade. Aber geil kaputt. 3 Runden bedeutet 15 Kilometer. Und die wollte ich heute schaffen. Habe ich gemacht. Und ich kann es gerade nicht zeigen, aber ich bin ganz schön froh. Ich freue mich auf den nächsten Sportvlog. Macht auch Sport. Steht auf von der Couch. Lasst euch nicht so hängen. Und zeigt es mir. Zeigt ihr mir, wie ihr mir auch Sport. Wie ihr auch Sport macht. Oh, ich kann nicht mehr reden. Sorry. Ich will eine E-Mail von euch mit einem Foto oder eine WhatsApp. Bis dann. Cheerio, Miss Sophie.